Aber ich glaube, wenn ich höre, wenn ich hören würde, so als Mitarbeiter, wir haben jetzt einen Lean-Workshop, dann nennen wir es einfach mal so, ne? Hätte ich erstmal keinen Bock. Okay. Weil ich würde erstmal denken, ich werde beschnitten, ich muss optimiert werden, es muss schneller gehen, es muss effizienter gehen. Also es ist immer so mit so ein bisschen Druck verbunden. Also ich finde, der Begriff als solches, wenn du darüber redest, ist nicht per se positiv besetzt, sondern er ist immer so ein bisschen Stress auslösend. Wie geht ihr damit um? So aus Mitarbeitersicht dieses motivierende, ey, es wird leichter für euch, weil das wird ja wahrscheinlich eure Story sein, wie oft du HR und wie oft du Change ansprichst, wird es ja wahrscheinlich, wenn du da reingehen und sagen, es wird besser, einfacher oder wir brauchen dich, um gemeinsam erfolgreich zu sein, ne? Deswegen, also finde ich ganz, ganz spannend den Ansatz, weil wenn ich höre Lean, ist für mich echt Toyota, Fließband, jetzt funktionieren alle wusch. So, Takt, alles schön getaktet. genau, das ist Ja, so erstmal, also negativ besetzt im Sinne von als Mitarbeiter, der ausführt, positiv besetzt als Manager, Geld verdienen. und auch nicht ganz ohne Grund. Ich meine, wenn du jetzt dir die großen Beratungsfirmen anguckst, die dann irgendwo ins Haus kommen und die ganzen Lean-Tools überhaupt überall anwenden, dann ist es ja nicht selten so, dass danach irgendwie ein gewisser Anteil von Mitarbeitern auch nicht mehr gebraucht wird. Ja, also es kann ja auch passieren. Es gibt ja auch diese Seite davon. Wobei Lean-Management eigentlich da nicht hinzielt, sondern zu gucken, okay, wo kann man besser Ressourcen freimachen für andere Sachen auch nutzen. Wir haben ja diese Verschwendungskategorien. Eine davon ist ja auch Skills. Das heißt also verschwendetes Talent von Mitarbeitern, ja. Und da muss man halt schauen, wie kann man das, diese ganzen stumpfen, repetitiven Arbeiten, die vielleicht auch nicht so groß für die Motivation sind, dann nochmal ja, irgendwie entfernen oder sowas, ne? Da kommt auch neue Technologie, Robotic Process Automation und sowas, ist mega spannend, was man da alles machen kann. Da kommt also die Digitalisierung, da muss man sich mit beschäftigen. Da kommt man auch als Lean-Berater überhaupt nicht mehr drum rum, ne? Also. Ich hatte das erste Mal Berührungspunkt mit Lean Management kurz vor der Bankenkrise, bei der allerersten Bank, bei der ich tätig war. Alles lief, alles war super. Wir haben uns dumm und dämlich verdient. Und dann kamen so die ersten Anzeichen und dann kam unser Vorstand damals mit diesem TPS-Buch um die Ecke. Das mussten wir auch alle lesen. Einige fanden super, einige nicht. Ich habe immer, wie der Andreas hat gesagt, ich habe immer so eine Last auf den Schultern gespürt, wenn ich Lean gehört habe, weil einfach in der normalen Welt sind wir immer sehr bequem. Wenn es uns gut geht und verdienen gutes Geld und Arbeit ist, fühlt sich nicht wie Arbeit an, dann ist alles cool. Ja, dann macht es halt Spaß, dann brauchst du dich über solche Sachen nicht keine Gedanken machen. Und dann passiert etwas, dann gibt es einen Auslöser, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt lean werden. Dann stellst du alles auf den Kopf. Es ist auch okay. Aber es ist halt, um auf die Frage von Andreas gerade wieder aufzunehmen, es ist in dem Moment erstmal ein Stillstand. Wenn du kein Lean-Profi bist, bleibst du erstmal stehen, guckst dir an, was habe ich geschafft, wie habe ich es gemacht und wie mache ich das in der Zukunft anders. Und die Anwendungsbereiche da sind gar nicht so schwer. Also wir haben als Bank geschafft, nach diesem TPS einige Sachen zu ordnen. Die größte Herausforderung war tatsächlich, das in die Köpfe der Leute zu kriegen, zu sagen, was ist jetzt ein Fortschritt? Was ist jetzt eine Verbesserung? Was ist eine Optimierung? Sparen wir im Monat 1 Million Euro oder ist es schon ein Fortschritt, wenn wir sagen, wir verschwenden einfach mal weniger Papier hier und haben unsere Druckerpapierkosten um 150 Euro gedrückt. Das ist dann irgendwann, du willst halt mehr, du willst halt größere Erfolge haben. Und das ist tatsächlich so eine größere Herausforderung für uns gewesen. Wie machst du das in deinen Workshops? Wie nimmst du diese Angst oder diese Angst vor Befriedigung und vor Erfolg weg und wie bringst du den Leuten bei, dass jeder Fortschritt eigentlich erstmal gut ist? Generell, wenn wir einen Workshop, also wir müssen unterscheiden zwischen den Workshops am Anfang, wo wir wirklich das komplette Big Picture dahinstellen und die ganzen Prozesse sozusagen aufnehmen und dann irgendwelchen Problem-Workshops, wenn wir schon was identifiziert haben, okay, wir haben diesen Workstream, da ist was los, da müssen wir ran. Und dann kommt es echt darauf an, mit wem du arbeitest, wie die Leute selber das Problem schon wahrnehmen. Ja, das ist eine große Sache. Kennen die überhaupt die Challenge? Wissen die, warum? Also mit Challenge meine ich, wissen die überhaupt, was die hier erreichen sollten? Sind die Zielsetzungen klar? Das sind ganz, ganz, wissen die, wie sie eingeordnet sind? Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie von der Blume auf die weiße Fläche machen möchte und das einfach nur mein Prozessschritt ist, um diesen Zauberwürfel gerade zu machen, dann habe ich immer nur dieses eine Ding. Weiß ich eigentlich denn, wenn ich das so aufgeteilt habe, noch, dass ich Teil eines Größeren bin und hier gerade so ein Zauberwürfel mache. Ja, ich drehe ja nicht nur das Ding, ich mache ja einen Zauberwürfel. Das sind halt solche Fragen. Es gibt auch immer Leute, mit denen hast du sowieso Probleme. Ja, aus dem Esel wird kein Pferd. Jedes Change Management hat Da auch kennt sie nicht die Grenzen. Querulanten. Ja, gibt es immer, hast du auch immer dabei. Ist auch okay. Also, und du hast ja meistens auch so diese Kurve. Ne, das ist ja wieder die
Ghost lässt grüßen. Vorne hast du so ein paar Leute, die haben immer Bock, die sagen gleich, yay, ich spring mit. Dann hast du so ein paar, die musst du erstmal ein bisschen mehr überzeugen, Datentransparenz schaffen, zeigen, die Erfolge zeigen. Dann musst du, hast du wieder welche, die sind noch schwerer, die gehen dann erst mit, wenn die anderen, die auch so kritisch waren, erst dann sagen, ja, okay, da gehe ich mit, das ist gut, das hat Erfolge, das ist positiv, das ist einfacher. Und das ist natürlich auch eine Frage. Die Verbesserung, die du machst, ist das wirklich, oder die Veränderung, die du machst, ist das auch wirklich eine Verbesserung? Und wenn ja, für wen? Also das ist ja häufig auch bei Dashboards, habe ich so gesehen, das ist für diesen Report, für wen ist der überhaupt und wer hat da was von? Ich muss jetzt irgendwelche Daten da eintippen in irgendeinen so ein Excel-Sheet im schlimmsten Falle, wahrscheinlich ist das nicht so dein Ding. Und dann guckt das irgendwer da oben vielleicht mit an. Und für den sieht das dann ganz schön aus, weil der hat ein wundervolles Dashboard. Meine Arbeit stört das aber gerade, ja. Also das muss man ja auch betrachten. Wer ist denn überhaupt der User sozusagen? Wie machst du das? Wie ziehst du die Daten und wie bringst du jemandem bei, dass was gerade für mich gut ist, für vier andere Abteilungen teilweise total kontraproduktiv sein kann? Wie, nochmal? Ich sag, wie machst du das, dass du den Menschen das nahelegst, dass das, was gerade für mich funktioniert, ne, wo ich sage, hey, alles cool hier in meinem Bereich, alles lean, ja, alles clean, und wie bringst du mir bei, dass die Verbesserung oder die Veränderung in meinem Bereich für andere Bereiche wiederum kontraproduktiv sein kann? Gut, da gibt's im Prinzip Frameworks für im Change Management, wo man dann halt Schritt für Schritt nachgeht. Ja, wir arbeiten beispielsweise nach dem ADKAR-Prinzip. Es gibt das vier Räume der Veränderung, wo du dann halt durchgehen musst, okay, Awareness als erstes bei dem ADKAR-Prinzip. Ja, erstmal ein Problembewusstsein schaffen. Was bedeutet das denn jetzt da gerade für den? Es ist, wenn die Situation so ist, dass ich in meinem normalen Arbeitsalltag, wo ich auch vielleicht noch produktiv und effektiv und effizient bin, dennoch gestört werde und irgendwas machen muss, damit es irgendjemandem da hinten gut geht, dann ist natürlich für den erstmal schwierig, das zu verstehen, aber dann ist dieses Big Picture einfach wieder sehr, sehr wertvoll, um zu sagen, hey, pass auf, wenn du hier nur ein bisschen was machst, dann ist das Gesamtresultat aufgrund dessen und dessen halt beeinflusst, ja, und du bist halt Teil dieser ganzen großen Maschine, dieses ganzen von da nach da Workstreams und das sind so die Herangehensweisen. Warum ist das so? Ne? Also diese typische Why-Story. Kotter sagt erstmal Sense of Urgency, Awareness, vom Raum der Zufriedenheit in den Raum der Ablehnung, wie auch immer, welches Modell du dir da wählen willst. Aber die Themen sind immer, ist immer, also je nachdem, was für eine Person da ist, da kommen wir ja auch wieder zu Persönlichkeitstypen und so, also muss die Leute ein bisschen einschätzen können, wie tickt der, was für will der Daten haben, was für eine Begründung will der haben. Ja. Mhm.